Einen wunderschönen guten Tag und hallo zum Part 2 von meinem Projekt Command & Conquer 3 Tiberium Wars. Und ich habe mich entschieden, erstmal die Forespace hier zu machen. Natürlich auf Mittel. Und ja, genießt den Part. Aber wobei ich auch wirklich sagen muss, Command & Conquer ist ein astreines Spiel. Spielt sehr gut. Empfange Nachricht. Die GDI kontrolliert zwei Landeplattformen im Norden der Basis. Ihre Zerstörung bedeutet das Ende für diese Luftwaffenbasis. Suchen wir diese Landeplattform. Jo. Was steht als nächstes an? Finden wir Sachen von der Schmal. Feindliche Einheiten in Sicht. Einheit wird angegriffen. Empfange Nachricht. Die GDI hat in der Nähe einen kleinen Vorpost. Mit sie nieder! Und da ging das auch schon ganz schnell weg. Das war ja mal nicht schlecht. Vorwärts! Empfange Nachricht. Der Zugang zur Luftwaffenbasis ist verloren. Commander, die Shadows zu Ihrer Unterstützung sind eingetroffen. Da schon mal die bringen mir auch etwas. Shadow Team. Einheit wird angegriffen. Ich werde soweit. Vorwärts, los! Vorwärts! Einsatzziel erreicht. Commander, Verstärkung ist unterwegs. Shadow Team. Und da können sie auch dort schon landen. Die Einheit wird angegriffen. Es darf nicht existieren. Einsatzziel erreicht. In Bereitschaft. Das ist doch mal gut. Auslöschen. Rein da. So kann man das Ganze lossen. Kommt nicht unbedingt jeder durch, wahrscheinlich der da. Für die Abwehr dieser Luftangriffe braucht man mal nicht. Ich hab was für Sie. Feindliche Einheiten in Sicht. Und da haben wir auch schon unsere Basis. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ja, die schon angegriffen wird. Ausbildung. Ausbildung. Sie setzen ihre Infanterie in unserem Stützpunkt ab. Wir haben die Raketen. Das habe ich auch schon bemerkt. Keine Gnade. Wir haben die Raketen. Wo sind die Feinde? Einheit befördert. Wir haben die Raketen. Ich habe was für Sie. Was steht als nächstes an? Wo sind die Feinde? Ich wäre dann soweit. Ausbildung. Und dann bauen wir auch einen Ingenieur, damit wir da auch später das hier einnehmen können. Weil das hier bringt uns ein wenig Geld, womit wir dann ein wenig weitermachen können. Damit wir nicht ganz ohne dastehen. Weil Command & Conquer ohne Geld dazustehen ist nicht gut. Überhaupt nicht gut. Einheit verloren. Was steht als nächstes an? Hier ist schon mal so ein bisschen Geleitschutz. So ein bisschen. Initialisiere Video-Uplink. Commander, halten Sie bloß den Stützpunkt. Wenn Sie den Kontrollturm der GDI zerstören, fallen Ihre Orcas und Transporter aus. Vorwärts, los! Ah, nichts wie weg! Benachricht. Die GDI koordiniert ihre Luftangriffe über diese. Transporter nähern sich! Feindliche Einheiten in Sicht. Gebäude besetzt. Beeilung! Nordabschau! Hit and run!
Nix Not Abschaum, GDI Abschaum. Es könnte. Das ist zwar nicht so toll. Und meine Einheiten sehen so aus, als würden sie mal komplett verkacken. Nein. Machen wir unseren Job. Ausbildung. Feindliche Einheiten in Sicht. Einheit verloren. Ausbildung. Einheit wird angegriffen. Ja. Es war vielleicht taktisch nicht so von Vorteil, da jetzt einfach mal so reinzugehen. Das war ein Selbstmordkommando. Es musste einfach so enden. Ah, da kommt auch schon so eine kleine Armee. So ein bisschen was, so ein bisschen. Einheit wird angegriffen. Na, ein bisschen wenig Geld, aber sonst geht's ja eigentlich. Ich häng sie alle ab! Ich wäre dann soweit! Ja, oder rücken wir auch schon mal vor? Einheit wird angegriffen. Feindliche Einheiten in Sicht. Wir müssen den Kontrollturm zerstören, bevor sie reagieren können. Einheit verloren. Einsatzziel erreicht. Mehrere Nordmods sind in Sichtweite. Macht sie fertig! Ein spannender Kampf, ey. Nordmods sind jetzt bereit für Produktion. Aber leider gibt es auch in Command & Conquer Online, spiele ich leider nicht so gerne, also ist dann nur mit Freunden, die ich kenne, weil online kann ich auch mal einen Part machen. Ich weiß, dass ich da auf jeden Fall verlieren werde, weil online ist es einfach so asozial, da gehen sie alle lieber Masse statt auf Masse statt Klasse, wie man so schön sagt. Und das ist einfach in Command & Conquer nicht toll, wenn da auf einmal nur noch die billigsten Einheiten ankommen, die dann seine ganze Basis niedermähen, weil die einfach so viele sind, dass man sie überhaupt nicht aufhalten kann. Das nervt dann schon ein wenig. Sehr viel. Unglaublich viel. Ich mache jetzt nochmal schnell die Sachen kaputt, bevor meine Einheiten die schaffen. Ja, die schaffen es auf jeden Fall. nee, die schaffen es nicht. Aber da ist noch ein Geld-Ding, das ich übersehen habe. Ausbildung. Ah, machen wir mal einfach mal so. Was braucht? So scheiße. Ausbildung. Kämpfer durchladen! Wobei, wir haben da ja noch unsere Shadow-Teams. Die schwingen von Mars. Mal gucken, ob die was reißen können. Einheit wird angegriffen. Einheit verloren.
Lass sie leider! In Bereitschaft. Das ist das Ziel. Konzentration. Die Schlingen von... Ja. Die schweben da mal einfach so auf der Stelle. Und tatsächlich, sie können es reißen. Hätte ich gar nicht mit den anderen Sachen machen müssen. Das war ein sehr kurzes Level. Aber jetzt geht's dann halt ans Weiße Haus und ich hoffe mal, dass es cooler wird. Und auf jeden Fall mal länger. Aber die späteren Level werdet ihr sehen. Wir werden dann auf jeden Fall ein paar Parts in Anspruch nehmen. Da starten wir, oder? Muss ich jetzt. Nee. Da starten wir mal. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Empfange Nachricht. Nördlich von hier ist ein wichtiges GDI-Verwaltungsgebäude. Zerstören Sie es, um eine Reaktion der GDI in dieser Region zu provozieren. Ja, dann machen wir das mal. Neues Bonus. Wo sind die Feinde? Hier, Raider. Neues Bonusziel. Ausbildung. Ausbildung. Kämpfer durchladen! Kämpfer durchladen! Kämpfer durchladen! Well, erstmal wir ein haben paar die Raketen, bereit. Einheiten produzieren. Wir dann nehmen wir die zwei mal ganz schnell ein. Ich häng sie alle ab! Nordmord ist bereit. Die Bruderschaft vertraut mir. Ich kenne den Weg. Ich die Bruderschaft vertraut mir. Ich Nordmord ist bereit. Wie Sie meinen. Also ich würde empfehlen, dieses Spiel auf jeden Fall mal anzutesten und auszuprobieren. Es lohnt sich auf jeden Fall, ist ein super Strategiespiel. Wer da mal auch was so eine gute Zeit lang dran was haben will, kann ja mal ein bisschen Gefecht gegen einen brutalen Bot spielen. Der wird dann auch seine Freude dran haben. Er wird schreien vor Freude. So, und da haben wir auch schon die Bonusziele. Und dann werden wir die zwei Bonusziele noch machen. Feindliche Einheiten in Sicht. Ich sag gleich, ich werde nicht alle Bonusziele machen. Für mich sinnlos eigentlich. Manche Bonusziele könnten immer was bringen, so wie die Silos und die hier bringen schön Geld. Kann man gebrauchen. Feindliche Basis in Sicht. Was sind fertig? Hindernis! Angriff! Angriff! Was sind fertig? Schnell! Das ist dein Held! Jetzt, yes, jetzt! Yes. Angriff! Einheit wird angegriffen. Yes, yes. Einheit befördert. Schnell. Aber da dieses ja auch nicht blind ist, weiß ich schon immer ungefähr, was passiert. Und da die Not-Kampagne persönlich meine Lieblingskampagne ist, weiß ich natürlich auch. Ich häng sie alle ab. Also weiß ich so ziemlich auch, was da passiert und wie es da vorgeht. Aber die Autos finde ich auch. Sehen ein bisschen komisch aus. Zum Beispiel das da, ey. Dreieckiges Auto. Oh ja, in so eins will ich auch. Wer sitzt da hinten? Also wer hinten sitzt, hat dann definitiv gearscht. Wenn er vielleicht so ein bisschen breiter ist oder so. Die da
Da habe ich gerade die schönsten. Also die Limousine finde ich cool. Sieht irgendwie so vorne aus so ein bisschen wie so eine Lamborghini-Limousine. Nee. Nee, Quatsch, was laber ich da? Doch, warte. Doch, das sieht so aus. Naja. Was brauchen Sie? Es wird uns gehören. Was gibt es? Und da haben wir auch schon die Bonusziele. Und bevor wir das jetzt zerstören, werde ich einen kleinen Cut machen. Und da hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Part, wenn es heißt, wir übernehmen das Weiße Haus. Jo, dann.